Hallo liebe Zwillinge, zwischen 1. und 2. September beginnst du den Monat mit einem Vollmond in Fische. Berufliche und behördliche Angelegenheiten werden sich im Laufe dieses Monats klären lassen. Dies betrifft eine Situation, die ins Stocken geraten ist. Zwischen 2. und 4. hast du eine Opposition zwischen Venus und Saturn. Gegebenenfalls wird sich ein Problem, das mit dem Thema Geld verbunden ist, nur lösen, wenn man bereit ist, für seine eigenen Interessen zu kämpfen. Private sowie geschäftliche Partnerschaften sind einem Prozess der Umwandlung unterworfen. Dies beinhaltet eine gewisse Angst. Am 5. tritt Merkur, dein Herrscherplanet, in Waage ein. Bis zum 26. September dürfte sich Neues in der Liebe ergeben. Es kann sein, dass du eine Einladung oder einen Besuch bekommst. Zwischen 5. und 9. haben wir Sonne, Trigon, Jupiter. Du wirst neue Entfaltungsmöglichkeiten finden und dir neue Ideen einfallen lassen. Mit voller Begeisterung, meine liebe Zwillinge, wirst du das umsetzen können, was du dir gewünscht hast. Es ist trotzdem wichtig, sich nicht täuschen zu lassen und realitätsbezogen zu bleiben. Am 10. läuft Mars rückläufig in Widder. Bis zum Jahresende dürfte sich vieles in deinem Leben verändern. Du wirst kaum Zeit haben, dich an den neuen Situationen anzupassen. Es ist wichtig, dass du nicht verstreut bist, sondern dass du dich an ein Thema konzentrierst. Damit wirst du konkrete Ergebnisse in diesem Monat erzielen. Im Bereich der Finanzen wird man ernsthafte Maßnahmen ergreifen müssen. Zwischen 11. und 12. hast du Sonne, Opposition Neptun. Ein Wohnwechsel kommt bei vielen Zwillingen in Frage. Die Gesundheit eines geliebten Menschen kann gefährdet sein. Es kann sein, dass du dich in Bezug auf eine Sache nicht entscheiden kannst. Wir haben am 13. einen Planeten wieder direkt, welcher seit Mai in Steinbock rückläufig war, das ist Jupiter. Finanzgeschäfte und Vorgänge dürften sich langsam bei dir beschleunigen und zum Positiven entwickeln. Zwischen 12. und 15. hast du Venus Quadrat Uranus. Du könntest dich unwiderruflich auf eine riskante Handlung einlassen, auch wenn diese auf den ersten Blick harmlos aussieht. Spaß mit einem geliebten Menschen kann sich ergeben an diesen Tagen. Zwischen 16. und 17. des Monats hast du einen Neumond in Jungfrau. Die Themen Haus, Wohnung und Familie können bis Anfang Oktober für viel Anregung und Anstrengung sorgen. Du solltest mehr auf deinen eigenen Bedürfnissen achten und ehrlich zu dir selbst sein. Zwischen 18. und 23. haben wir Merkur Quadrat Pluto. Je mehr du eine Sache verdrängst, meine liebe Fische, desto wahrscheinlicher ist es, dass du dich selbst und andere verletzt. Viel Stress im Alltag ist nicht auszuschließen. Zwischen 24. und 26. haben wir Merkur, Opposition Mars. Du bist dich begeistert auf etwas oder jemanden einlassen. Diskretion und Mäßigung wären zum Vorteil. Zwischen 27. und 29. haben wir Venus, Trigon, Mars. Ein Thema, was man als erledigt betrachtet hat, kann wieder in einem Gespräch auftauchen. Kreative und spaßige Unternehmungen sind äußerst begünstigt. Und dann zum Schluss, zwischen 29. und 30. September, bilden Mars und Saturn einen Quadrat. Bestimmte Einschränkungen oder Frustrationen können sich am Monatsende äußern.
insbesondere wenn man nicht bereit ist, die Dinge sein zu lassen. Meine liebe Zwillinge, wenn du anstatt eine allgemeine Aussage eine individuelle Prognose haben möchtest, wenn du wissen möchtest, welche Tendenzen auf dich in der Zukunft zukommen, dann kannst du gerne eine Beratung bei mir buchen. Ich bin bereit, dich dabei zu unterstützen. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir viel Glück, Erfolg, Liebe und Gesundheit im September 2020. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.